Hallo Kinder, herzlich willkommen zur Kinderkirche, heute von Bayreuth. Guter Gott, wir danken dir, dass du in der vergangenen Woche bei uns warst. Es ist so schön, dass wir übers Internet miteinander Kindergottesdienst feiern können. Nun freuen wir uns auf die Geschichte aus der Bibel. Bitte nimm aus unseren Gedanken weg, was uns ablenken will. Lieber Vater im Himmel, wir wollen jetzt nicht das Wort führen, sondern du sollst reden. Hilf uns, dass wir auf deine Stimme achten und nicht überhören, was du uns sagen willst. Sei du jetzt überall an den Bildschirmen, wo uns Kinder zuhören und zuschauen. Segne die gemeinsame Zeit. Amen. Also es gibt Frauen und Männer davon. Und es sind tolle Menschen, die manchmal andere Menschen retten und Schurken das Handwerk zeigen. Und die retten Menschen. Er ist stark, er ist nett, er rettet die Menschen und ich finde, dass meine Mutter auch so stark ist. Bei mir ist es zum Beispiel entweder meine beste Freundin oder einfach die Mutter, weil die hilft einem oder immer, ein Vater. Gibt einem Kraft. Es könnte aber auch Gott sein, weil er halt sich um die ganzen Menschen kümmert und halt sie beschützt. Aber es kann man auch sich vorstellen, dann kann er einen Mantel. Einen Mantel tragen. Eine Maske. Meistens also eine Gesichtsmaske. Nicht in der realen Welt kann es auch fliegen. Er ist jemand, der besondere Kräfte hat, die ein Mensch nicht haben kann. Er ist kräftig, er spritzt Spinnennetze, er hilft anderen und ist mutig. Und ich finde, dass wenn meine Familie und ich zusammenarbeiten, dass wir genauso stark sind wie Spider-Man. Er kann fliegen. Er ist schnell. Er hat Laseraugen. Er ist der beste Mann im ganzen Universum. Die können die Wände hochlaufen. Die können die anderen beschützen. Sie können sich unsichtbar machen. Sie können vielleicht fliegen oder vielleicht zaubern. Na, wisst ihr, wie das Wort heißt? Ja, richtig! Das Wort heißt Superheld! Spitze!
rettet in ein bisschen Masse. Gott hat mich in sein Herz geschlossen und meinem Kopf bis zu den Flossen. Er liebt mich ganz mit Haut und Haar. Wem bin ich der Superstar? Gott, Bejo, 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 oh, 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 Bejo, Bejo, Superstar. Bejo, hat mich in sein Herz geschlossen, von meinem Kopf bis zu den Flossen. Er liebt mich ganz mit Haut und Haar, wen bin ich der Superstar? Gott hat mich in sein Herz geschlossen, von meinem Kopf bis zu den Flossen. Er liebt mich ganz mit Haut und Haar, wen bin ich der Superstar? Hey, oh, hey, oh. Hey Bartel, du bist mein Superstar und ihr Kinder seid Superstars. Bin überhaupt kein Superstar, selber Superstar. Hallo? Was für eine Laus ist denn dir über die Leber gelaufen? Ich kann gar nichts. Ein Superstar, der müsste über die Wände klettern und der rettet Leute und der kann fliegen. Und ich... Ich kann gar nichts. Ich bin eine Enttäuschung. Bartel, du bist doch keine Enttäuschung. Was redest du denn da für ein Zeug? Hat Papa auch gesagt. Wann hat Papa sowas Gemeines gesagt, Bartel? Was hat er gesagt? Als ich mit dem Fußball den Grill umgeworfen hab. Den Grill? Naja, der... hat gebrannt, weil Papa wollte grillen und ich habe Fußball gespielt und da hat er gebrannt, der Grill, und naja, dann habe ich ihn umgeworfen und weil ich so einen Schrecken bekommen habe, bin ich weggelaufen. Okay, das war natürlich nicht so besonders klug von dir, einfach wegzulaufen. Ja, und da hat Papa gesagt, du bist eine Enttäuschung. Sag mal, Bartel, kennst du den Moses? Kennt ihr den Moses? Klar kenne ich den. Der Moses, das war ein Held. So wäre ich auch gerne. Wie der vor den Pharao getreten ist. Ha! Lass mein Volk ziehen, hat er gesagt. Und so mutig. Und dann sind die 10 Plagen gekommen. Die hat er alle herbeigerufen mit seinem Stock. Bam! Und die erste Plage, alles war dunkel. Bam! Und überall waren Frösche. Und bam! Oh, Moses war richtig cool. Ja, aber Bartel, aber weißt du eigentlich, wie das anfing mit dem Moses? Ja klar, Mose lag im Schilfkörbchen und wurde gerettet. Ha! Von Gott persönlich. Genau, und deshalb, Kinder, deshalb hat Mose wahrscheinlich immer gedacht, dass er ein Superheld ist. Weil wenn einen Gott selber rettet, aber hallo, dann muss man für irgendwas auserwählt sein. Aber es kam und kam nichts. Bevor ich die Geschichte erzähle, wollen wir aber noch was singen, nämlich Immer und Überall bist du da. Oh.
Mose stützt sich auf seinen Hirtenstab ab. Seine Blicke schweifen über die Herde, über die braune Steppe, den stahlblauen Himmel. Ach, mein Leben ist langweilig geworden, dachte er. Jeden Tag die Schafe hüten und die gehören nicht mal mir, sondern meinem Schwiegervater. Dabei habe ich ja gedacht, Gott hätte für mich was Großes ausgesucht. Immerhin hat er mich als Baby im Schilfkörbchen aus dem Nil gerettet. Aber ich habe es wahrscheinlich vermasselt. Ich bin einfach eine Enttäuschung. 4 Jahre durfte ich bei Mama im hebräischen Bezirk leben. Dann der Umzug in den Palast des Pharaos. Schöne, weiche Kleider, gutes Essen, dass ich da alles gelernt habe, lesen, schreiben, rechnen und alles auf Ägyptisch. Aus mir hätte echt was werden können. Aber dann musste ich ja in meinem Zorn diesen Aufseher erschlagen, der eingedroschen hat auf den armen Arbeiter. Noch heute weilt in Mose die Wut von damals hoch. Aber sie hatte ihm nur geschadet. Er musste fliehen, weit fort von der Heimat, nach Midian. Wieder eine neue Sprache, die dritte schon. Wieder ein neues Leben. Und hier ist er ein Nichts, ein Niemand, keiner kennt ihn. Ja, wenigstens hat er eine liebe Frau und 2 Söhne und diesen Job als Schafhirte. Wie es meinem Volk Israel inzwischen wohl geht, meiner Mutter, meiner Schwester? Wahrscheinlich bekommen sie immer noch die Peitsche, wenn sie zu langsam arbeiten. Mose senkte den Kopf. Gott, hilf ihnen doch bitte. Du bist so groß, du bist so mächtig, du kannst alles. Amen. Moses Augen bleiben an einem Busch hängen. Der Busch bewegt sich irgendwie. Er funkelt in der Sonne. Mose richtet sich auf und geht neugierig hin. Ach so, er brennt. Mose weiß, dass das in der Steppe öfter vorkommt, dass die Sonne Büsche in Brand setzt. Irgendwann brechen die Büsche dann halt zusammen. Naja, zurück bleibt ein schwarzes Knochengerüst. Aber dieser Busch verbrennt nicht. Die Blätter werden nicht mal braun. Komische Sache. Neugierig läuft Mose zu dem brennenden Dornbusch. Mose? Mose! Ja. Mose zuckt zusammen und schaut sich um. Er sieht niemanden. Unsicher sagt er, hier bin ich. Tritt nicht dazu. Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist ein heiliger Boden. Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose wird blass. Gott spricht mit ihm? Rasch schlüpft er aus den Schuhen und kniet sich nieder. Er versteckt sein Gesicht in seinen Händen, damit er Gott nicht anschauen muss. Ich habe das Elend meines Volkes Israel in Ägypten gesehen und ihr Weinen gehört. Und ich will sie befreien und ich will sie in ein wunderbares Land führen, das so fruchtbar ist, als würden in den Flüssen Milch und Honig fließen. Ja, Moses Herz macht einen Freudensprung. Er lächelt breit in seine Hände. Gott hat sein Gebet erhört. So geh nun hin. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, führst. Mose reißt die Augen auf. Ihm stockt der Atem. Hab ich das richtig gehört? Ich? Ich soll zum Pharao gehen? Ich soll das Volk in die Freiheit führen? Nein, sowas kann ich nicht. Wer bin ich, dass ich die Israeliten befreien könnte? Rutscht es aus ihm auch schon heraus. Ich will mit dir sein. Ja, schon. Gott ist ja immer irgendwie da, denkt Mose. Das weiß ich schon. Aber das wird nicht funktionieren. Ich kann mich da doch nicht einfach auf die Straße stellen und sagen, hey Leute, Gott will euch befreien, kommt mal mit mir mit. Die werden einige Fragen haben. Welcher Gott, werden sie fragen? Ups, Mose hat gar nicht gemerkt, dass er laut gesprochen hat. Wie ist sein Name, werden sie sagen? Das sagt Gott etwas Seltsames. Ich werde sein, der ich sein werde.
Du sollst zu den Israeliten gehen. Der Ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Ich werde sein, der ich sein werde? Heißt das, ich lasse mich nicht festlegen? Heißt das, ich bin da? Mose ist sehr verwirrt. Und Gott erklärt ihm seinen Plan. Du gehst zu den Ältesten und sagst ihnen, wozu ich dich berufen habe. Und dann gehst du mit den Ältesten zum König von Ägypten. Du behauptest, das Volk wolle in der Wüste einen großen Gottesdienst halten. Und deshalb müsste er euch hinausziehen lassen. Das wird er nicht machen. Aber ich werde so viele Wunder tun, dass er es am Ende doch tut. Mose überlegt fieberhaft. Ja, das klingt schon nach einem guten Plan. Aber doch nicht mit ihm. Er wird wieder eine Enttäuschung sein für alle. Gott, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören. Sie werden sagen, so ein Unsinn, dir ist kein Gott erschienen. Das hast du dir doch nur ausgedacht. Was hast du da in deiner Hand? Meinen Stab? Wirf ihn auf die Erde. Moses steht zögernd auf. Er nimmt seinen Stab und wirft ihn auf die Erde. Erschrocken springt er zurück. Der Stab zuckt, er bewegt sich, er schlängelt sich. Er ist eine Schlange, eine große Schlange. Jetzt kringelt sie auf ihn zu. Mose stolpert einige Schritte zurück. Sein Herz pocht heftig. Streck deine Hand aus und pack sie beim Schwanz. Mose wirft einen Blick auf den Busch, auf das Feuer. Er atmet tief ein, macht einen vorsichtigen Schritt auf die Schlange zu, packt sie beherzt am Schwanz und hat seinen festen Holzstab in der Hand. Ziemlich überzeugend, denkt Mose und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Aber sie werden mir trotzdem nicht glauben. Stecke deine Hand in die Falten deines Gewandes. Mose steckt die Hand zwischen die Stoffbahnen seines Mantels. Dann zieht er sie wieder heraus und schreit auf. Ihh! Die Hand ist übersät von einem weißen Ausschlag, von dem Mose weiß, dass er lebensgefährlich ist. Angeekelt hält er die Hand weit von sich weg. Nein! Und jetzt tu sie bitte wieder zurück in die Falten deines Gewandes. Moses Hand zittert, als er sie gehorsam wieder zwischen den Mantelfalten versteckt. Er zieht sie wieder heraus und sie ist wieder gesund. Erleichtert lacht Mose auf. Glaubst du jetzt, dass die Israeliten dir glauben werden? Klang das ungeduldig? Mose wird nervös, fiebert und sucht dann nach einer Ausrede. Er kann sowas nicht. Er ist nicht gemacht für so große Dinge. Das sollte Gott doch wissen. Gott, ich bin nicht gut im Reden. Ich musste immer wieder eine neue Sprache lernen und jetzt kann ich keine richtig. Meine Zunge ist ganz schwer. Wer hat deine Zunge wohl geschaffen? Ich, genau. Ich werde dir schon helfen, dass sie die richtigen Worte spricht. Oh, das klingt eindeutig ungeduldig. Mose spürt, dass Gottes Entschluss feststeht. Es macht ihn ja stolz, aber gleichzeitig hat er solche Angst. Er hat alles vermasselt bisher in seinem Leben. Er wird es wieder vermasseln. Und dann können die Israeliten nicht frei werden, weil Gott ihn, Mose, den Loser geschickt hat. Tränen treten ihm in die Augen und er sagt, Gott, schick einen anderen. Schluss jetzt! Nimm deinen Stab in deine Hand. Mit dem wirst du die Zeichen tun. Wenn du heute noch losgehst, wirst du deinen Bruder treffen. Der hilft dir. Ich werde immer da sein und euch sagen, wie es weitergeht. Und plötzlich ist das Feuer weg. Mose steht da, barfuß, und starrt auf den Busch. Seine Schuhe liegen immer noch da, wo er sie vorhin hingetan hat. Langsam steht er auf. Und auf einmal denkt er, ich werde es schaffen. Weil ja Gott mir hilft. Ja, ich will das tun, was er sagt. Mose zieht die Schuhe an, dreht sich um und läuft los. Und plötzlich muss er lachen. Er springt in die Luft. Er beginnt zu rennen. Gott braucht ihn. Moses. Ja,
was Gott sagt, flüstert er und strahlt. Wie war die Geschichte vom Superhelden Moses? Der war überhaupt kein Superheld. Und mutig und stark war der auch nicht. Das ist eben so. Gott braucht gar keine Superhelden. Wir machen Fehler. Moses macht Fehler, du machst Fehler. Ja, wie beim Grillen, ne? Und beim Fußball. Genau. Fehlerlose Superhelden, die gibt's ja in Wirklichkeit nur im Fernsehen. Gott braucht Menschen, die einfach tun, was er sagt. Das ist alles. Die ihm vertrauen, dass es dann schon gut geht. Tun, was er sagt? Glaubst du, Gott redet mit mir auch? Hat er eine Aufgabe mit mir? Ganz bestimmt. Vielleicht keine so riesengroße, dass du gleich ein riesiges Volk führen musst. Aber eine kleine Aufgabe oder vielleicht eine mittelgroße hat er ganz bestimmt. Und die sagt er dir. Und wenn du das dann tust, dann hat er eine größere für dich. Und für euch auch, Kinder. Denn Gott gibt euch immer wieder kleine Aufgaben. Macht das einfach, was ihr so im Herzen habt. Ihr wisst ganz genau, was Gott gut findet und was nicht. Und dann tut ihr, was er sagt. Und das findet Gott richtig gut. Ich will das tun, was er sagt. Ha! Vielleicht bin ich ja dann doch ein Superstar. Ich stehe fest auf dem Fels, ich stehe fest auf dem Fels, ich stehe fest auf dem Fels, auf Gottes Wort. Ich will das tun, was er sagt, ich will das tun, was er sagt, ich will das tun, was er sagt, was sein Wort sagt. Auf sein Wort, auf sein Wort, kann ich sicher bauen, kann ich sicher bauen. Was er sagt, was sein.
Dazu benötigt ihr eine Schere, irgendeinen Stift und ein Blatt Papier. Wenn ihr wollt, auch ein buntes. Dieser Moseschuh soll am Schluss so ausschauen. Und ebenfalls benötigt ihr auch einen Streifen Filz. Also, ihr macht es so, indem ihr einfach euren Fuß auf das Blatt Papier stellt. Und dann mit dem Stift einmal um euren Fuß rummalt. Ungefähr so. Und dann müsst ihr euren abgemalten Fuß einmal ausschneiden. Und wenn ihr ihn ausgeschnitten habt, dann müsst ihr Filzband ausschneiden, also so einen Streifen ausschneiden vom Filz und dann einmal hinten hier an den hinteren Enden festkleben und dann habt ihr einen perfekten Moseschuh. Dann haben wir noch ein Spiel für euch. Und zwar habt ihr das ja schon von den Kindern vorne beim Dings da gehört, dass manche ihre Eltern als Superstar empfinden. Vielleicht haben ja auch eure Eltern etwas, wo sie euch als Superstar empfinden. Deshalb machen wir einmal ringsrum. Jeder, der da ist, muss einmal sagen, wer ist mein Superstar und warum? Dann kommt der Nächste dran und wieder der Nächste und derjenige, der niemanden mehr weiß, der fällt raus. Wer bis zum Schluss immer wieder neue Superstar-Dinge weiß, der gewinnt. Oder ein anderes Spiel. Als Moses am Dornbusch ist, dann muss er ja ganz, ganz gut hinhören, ne? Was Gott so sagt. Und deshalb lauft doch mal los und holt aus eurem Haus 3 Gegenstände. Jeder 3, die versteckt ihr in einem Sack. Dann kommt ihr wieder und in diesem Sack macht ihr ein Geräusch mit dem Gegenstand und die anderen sollen erraten, was hast du da geholt? Viel Spaß dabei! Hallo liebe Kinder, wir wollen jetzt zusammen ein Gebet sprechen. Es ist ein Bewegungsgebet, ihr dürft mitmachen. Ich spreche einmal eine Zeile vor und zeige die Bewegung und dann seid ihr mit dran. Gott, du schenkst mir festen Boden, auf dem ich stehen kann. Gott, du schenkst mir festen Boden, auf dem ich stehen kann. Du gibst mir Kraft. Du gibst mir Kraft. Du schenkst mir Menschen, die mir helfen. Du schenkst mir Menschen, die mir helfen. Du stärkst mir den Rücken. Du stärkst mir den Rücken. Gott, dafür danke ich dir. Gott, dafür danke ich dir. Amen. Wir beten gemeinsam das Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Vater im Himmel.
gehen.